Erstmal wieder auf die Waage. Mal schauen, ich habe so viel gefressen, zwar ohne Kalorien zählen, aber ich wollte ja mein Gewicht halten. Okay, und siehe da, ich konnte mein Gewicht halten. Die 83, die war ja auch schon zwischenzeitlich auf 84. Nochmal ein Test. Aber das ging mir dann doch zu schnell. Und ja, Muscle Fuzzle läuft. Ja, würde ich sagen. Gewicht gehalten. Boah, guten Morgen erstmal. So, oder besser gesagt, was geht ab, Fitnessfreunde? Bei mir gehen gerade richtig krasse Sachen ab. Boah, das muss ich euch zeigen, weil das glaubt mir kein Mensch, Alter. Erstmal hat es angefangen, als ich mein 777. Video hochgeladen habe. Das war das Video Pumping Samstag mit den Athletic Nerds, ja. Und wie ihr wisst, war das ein besonderes Video, weil da habe ich gute Freunde kennengelernt. Und das Komische ist, das war Pumping Samstag Nummer 7. Ich so, okay, heute ist aber nicht der siebte, ne? Und tatsächlich. Und zieht euch das rein, was heute passiert ist. Ich glaub's nicht. Ich bin heute Nacht auf Toilette gegangen, es ist mir noch nie passiert. Noch nie. Und ich bin dagegen gelaufen. Ich habe das Bild hier von der Wand geschmissen. Ich war zu müde, um das aufzuheben. Ich habe es einfach liegen lassen. Aber da dachte ich mir schon, okay, komisch, dass ich das Bild irgendwie umschmeiße. Kann ja mal passieren, ne? Aber guckt euch das an. Was hier jetzt passiert ist, das glaubt mir kein Mensch, da kriege ich Gänsehaut. Ihr wisst, ich habe an dieser Tür auf der anderen Seite meine Ziele hängen. Seit Anfang des Jahres habe ich sie da ganz normal hängen, damit ich jeden Tag meine Ziele vorlesen kann. Heute Morgen stehe ich auf, ich will meine Ziele vorlesen. Guckt euch an, was passiert ist. Ich schwöre auf alles, ich war das nicht. Das hing immer hier fest. Das ist umgeklappt. Und wisst ihr warum? Es ist nicht zufällig umgeklappt. Das ist nicht zufällig umgeklappt. Ihr wisst ja, ich habe meine eigene Fitnessmarke rausgebracht. Am Donnerstag, ich bin so aufgeregt, ich glaube das gerade nicht. Am Donnerstag ist der Release. Und dann habe ich heute Morgen geguckt. In dieser Nacht, die jetzt war, wo der Zettel umgeklappt ist, habe ich die 10.000 bei Facebook geknackt. Ich zitter voll, Alter. Und somit habe ich tatsächlich alle meine Ziele für dieses Jahr erreicht. Und das Ding ist einfach von alleine. Guck mal, wie das klebt fest. Das geht gar nicht, Mann. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es hat sich gelöst und ist umgeklappt. Und ich habe alle meine Ziele für dieses Jahr erreicht. Was sind deine Füße? Ja, und dann habt ihr weiße Socken. Ich finde, ich mit pinken Socken, das sieht total scheiße aus. Boah, ist ja voll schlimm. Nee, barfuß sieht's gut aus. Hat auch schöne Füße. Nee, hab ich gar nicht. Doch. Nee. Ich hab Hotelfachfüße. Du hast sehr sexy Füße. Sitzt ihr da? Ich hab voll Fell mit Augen. Und scheiße, ne? Was? Ja. Nee. Doch. Richtig krass. Die Dinger sind sind da. Da. Und ich möchte euch eins schenken. Tada! Richtig nice. Du hast uns gerade eine ziemlich große Freude gemacht. Du hast Caroline und mir ja die Tanktops geschenkt. Ja, und du hast die Beine befriedigt. Sag mal. Oh Mann, er ist so ein Spinner, ey. Ja. Mit ihm werden die Vlogs immer lustig. Es war ein sehr, sehr bewegender Moment. Also, man hatte dann doch Tränen in den Augen. Ja, immer bewegen. Als Freude, Krass. Dass es jetzt endlich in den Händen ist und dass Oskar es bis jetzt geschafft hat, es zu realisieren. Und ja, weil noch so viele tolle Sachen auch kommen und es ist ja erst der Anfang sozusagen. Ja, für mich ist das natürlich alles extrem krass. Ich bin so aufgeregt. Ich habe mir auch schon Zettel hier. Das Video kommt Mittwoch. Das heißt, morgen geht's los, Mann. Morgen und Donnerstag um 20 Uhr.
Ja, also das Video kommt ja Mittwoch, deswegen sage ich am 17. am Donnerstag um 20 Uhr sind die T-Shirts, also ich sag's schon selber T-Shirts. T-Shirts kommen noch, aber im Moment haben wir halt nur Tanks. Viele fragen, Oscar, warum gibt's 11,7%, wenn man sich anmeldet auf humanitysports.com? 11,7% Rabatt. Du bist, du kommst dagegen. Und ja, 11,7. Mit der 7 habe ich euch ja vorhin im Video schon erzählt. Heute Garnelen mit dunkler, ja, keine Ahnung, ich glaube Sojasauce, Doppeltreis, Karo-Rindfleisch, was ist das? Mit Gemüse. Mit extra Gemüse. Bambusprossen und Reis. Das ist ja richtig geil, voll viel Gemüse. Ich glaube, das mache ich nächstes Mal auch. Das ist richtig gut. Aber bei mir ist auch ein Kick. Okay. Daniel, kannst du dein Essen bitte vorstellen? Natürlich Nummer 36, so wie immer, mit zweimal extra Fleisch. Zweimal extra Fleisch. Ja, damit es auch ein bisschen nach was aussieht, weil sonst... Damit du deine Proteine deckst, ne? Genau. Du? Einfach dreimal Reis, bam. Nur dreimal Reis. Und dann noch das. Und einfach als Beilage ein bisschen Gemüse. 8 Kostbarkeiten oder wie Eugen sagt, Köstlichkeiten. So hat er auch tatsächlich bestellt, ne? Dann zeig mal her deine Beute. Alter, ich habe Schmalzkuchen mit Nutella. Das habe ich noch nie gegessen. Das riecht schon so lecker. Ja, dann probier mal. Jeder darf, das Gesicht an. Jeder darf mal probieren. Rein. Soll ich mal für die Cam probieren? Ja. Wenn es ihm schmeckt, ne, macht er immer diesen hier. Guck mal dieses Lächeln. Was sagen Sie? Ja. Halt mal Daniel ein Stäbchen in den Mund. Halt mal, genau, halt mir mal dein Stäbchen in den Mund. Das will ich auch nicht. Boah. Daniel kriegt mit extra viel Nutella. Danke. Weil er auf dich ist. Oh, schön in den Mund. Gib. Ich möchte noch eins. Hier, du auch. Ich möchte, nee, ich will nicht. Warum nicht? Nicht gesund, Digga. Hä? Dieses Nutella, das ist nicht gut. Gesehen habt, waren wir jetzt gerade noch ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt und jetzt sind wir hier in Daniels Büro. Guckt euch das an. Daniel cuttet schön ein Video für Eugen auf seinen zwei Bildschirmen und ich habe meinen auch mitgenommen. Ich werde dieses Video, was ihr jetzt gerade seht, auch jetzt direkt schneiden. Und ja, E-Mails beantwortet, heute ist ein produktiver Tag. Aber Spaß muss es natürlich auch schon sein. Und den hatten wir eben gerade beim Essen und auf dem Weihnachtsmarkt. Ich bin jetzt wieder nach Hause gekommen und hatte zwei Sachen im Briefkasten. Einmal eine Packung weiße Ferrero-Küsschen. Da hat jemand aufgepasst und hat sich gemerkt, dass ich auf weiße Schokolade stehe. Vielen Dank. Und zwar war das ein Brief von Veronika. Die hatte mir nämlich geschrieben, dass sie gerne ihrem Freund ein Autogramm von mir schenken möchte. Und dann hatte ich ihr eine Autogrammkarte geschickt. Was heißt Autogrammkarte? Ich habe ja gar keine. Ich bin ja auch nur ein normaler, normaler Typ. Und deswegen habe ich einfach einen Zettel genommen, eine Nachricht draufgeschrieben, ein Humanity-Armband noch dazu gepackt und halt an sie geschickt, sodass sie das ihrem Freund schenken könnte. Und sie meinte, der war so aus dem Häuschen. Dass sie mir nochmal einen Brief geschrieben hat mit einer Zeichnung und sich nochmal bedankt hat. Also vielen Dank, Veronika, für die Schokolade und für den Brief. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und dann habe ich hier noch einen Brief bekommen von Joanna aus der Schweiz. Drei DIN A4 Seiten hat sie mir geschrieben. Und ich muss sagen, in den 3 Jahren, wo ich YouTube mache, kriege ich ja jeden Tag natürlich auch Hate, aber das ist egal. Jeden Tag positive Nachrichten. Und ich muss sagen,
In dieser Zeit war das echt das Heftigste, so mit das Heftigste, was ich bekommen habe. Also da war ich wirklich sehr gerührt und musste echt mit den Tränen kämpfen, was die Johanna da geschrieben hat. Also vielen herzlichen Dank dafür. Diesen Brief werde ich mir für immer aufbewahren und immer wenn ich daran zweifle, ob das alles so überhaupt Sinn macht, was ich hier mache, werde ich mir das durchlesen und dann werde ich sagen, ja Mann, genau dafür mache ich das. Das sind wirklich 3 Seiten voller Emotionen und dafür danke ich dir vom Herzen, Johanna. Wirklich sehr lieb von dir. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von uns Freunde. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Humanity Tank Tops.